Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal einen RC2K. Das heißt, wie ihr die Teile von eurem RC Bandito auf euren, ja, auf euer Auto bekommt, passend zu dem K2RC. Was ihr dafür braucht: ihr braucht das Auto, dann braucht ihr noch am besten einen gemoddeten RC Bandito. Falls ihr keinen gemoddeten RC Bandito habt, dann guckt euch einfach mal den K2RC an. Dort erkläre ich euch, wie ihr ganz leicht euch einen gemoddeten RC Bandito machen könnt. Dann braucht ihr noch unter anderem einen Bunker. Was sehr wichtig ist, bevor ihr mit dem Glitch anfängt, müsst ihr im Bunker gespawnt sein, sonst wird der Glitch bei euch nicht funktionieren. Dann braucht ihr noch, wie ich, genau diesen kaputten Job hier hinten auf der Map bei Mount Chiliad. Den werde ich euch aber auch noch verlinken. Und dann braucht ihr noch, ja, eine Arena-Werkstatt. Und in der Arena-Werkstatt muss das Auto stehen, was die Teile bekommen soll. Wenn ihr jetzt in der Lobby gespawnt seid und im Bunker seid, begebt euch in die Arena-Werkstatt. Dann steigt ihr in das Auto ein, was ihr modden möchtet. Dann drückt ihr Pfeiltaste nach rechts. Wenn ihr dann jetzt komplett im, ja, Menü drin seid zum Tunen, drückt ihr Kreis und drückt X auf Fahrzeug verlassen. Jetzt stellt ihr euch einfach vor euren ersten Bandito. Drückt einmal Pfeiltaste nach rechts, dann drückt ihr Kreis, drückt X auf Verlassen. Jetzt setzt ihr euch wieder in euer Auto rein, was ihr modden wollt. Drückt die Aktionstaste, drückt einmal X, dann drückt ihr einmal das Touchpad, geht hier hinten auf dem Job zum Mount Chiliad. Dann drückt ihr Viereck. So, jetzt fangt ihr an, Pfeiltaste nach links zu spammen und dabei drückt ihr einmal X. Nach dem X drücken müsst ihr weiterhin spammen, bis ihr eine erste schwarze Fehlermeldung kommt. Wenn die Fehlermeldung gekommen ist, dann könnt ihr Offense spammen. So, jetzt könnt ihr Offense spammen. Dann nehmt ihr die Fehlermeldung einfach an. Und dann seht ihr auch schon, dass mein T20 gemoddet ist. Was ihr jetzt macht, ihr drückt jetzt Pfeiltaste nach rechts. Dann ändert ihr jetzt einfach irgendeine Sache an dem Auto oder tune das direkt. Ich in meinem Fall werde es jetzt direkt tunen. So, okay, das reicht schon sogar. Mehr müsst ihr auch nicht ändern, so eine kleine Sache. Und jetzt habt ihr erfolgreich euer gemoddetes Auto abgespeichert. Aber ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da, haut rein und ciao.